Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um günstige Geschenkideen, die trotzdem besonders und kreativ sind. Dieses Video ist zudem in Zusammenarbeit mit Folia entstanden. Das heißt, auch in diesem Video habe ich wieder ein ganz tolles Gewinnspiel für euch. Dazu aber mehr am Ende des Videos. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei den Anleitungen. Für unser erstes DIY brauchen wir diese Beutel. Die sind nicht aus Plastik, sondern aus Zellglas. In die füllen wir die roten Schaumküsse. Ungefähr so 15 Stück pro Tüte. Danach klappen wir die Öffnung mehrfach um und mit einem Tacker können wir jetzt die Öffnung auch noch verschließen. Jetzt messen wir uns ungefähr die Länge des oberen Teils der Tüte ab. Danach habe ich das Lieblingspapier von Folia genommen, mir einen Bogen rausgetrennt und das zurechtgeschnitten. Und zwar in den Maßen 11 x 12 cm. Das wird anschließend einmal in der Mitte umgefalten. Mit den Brush Pens habe ich dann auf einem weiteren Stück Papier den Schriftzug Rentiernasen aufgemalt. Das wird auf die eine Hälfte des Motivpapiers aufgeklebt. Und mit dem Stempelset Christmas habe ich mir dann auch noch passende Stempel ausgesucht, um meinen Schriftzug noch etwas mehr zu gestalten. In diesem Fall habe ich zum Beispiel das schwarze Stempelkissen genommen und unten noch einen Zweig aufgestempelt und oben ein paar Sterne. Zum Schluss wird mit dem Universalkleber dann nur noch das Etikett an den Beutel geklebt. Und schon ist auch diese sehr schnelle Idee fertig. Finde ich, ist eine total süße und auch witzige Idee. Jetzt machen wir Spekulatius Zuckerstangentrüffel. Dafür müssen wir als erstes 50 Gramm Gewürzspekulatius so zerbröseln, wie ich das hier zeige. Außerdem erhitzen wir in einem Topf 100 ml Sahne und geben 300 Gramm Kuvertüre hinzu. Diese muss jetzt sich vollständig auflösen in der Sahne. Und wenn sie das getan hat, können wir den Gewürzspekulatius noch unterrühren. Unter ständigem Rühren müssen wir jetzt auch noch Salz hinzufügen und anschließend vom Herd nehmen. Diese Masse muss jetzt komplett auskühlen und hart werden. Und wenn sie das getan hat, können wir Kugeln aus der Masse formen und 200 Gramm weiße Kuvertüre schmelzen. Außerdem habe ich ein paar Zuckerstangen zerbröselt und dann alle Spekulatius-Trüffel in der Schokolade gewälzt und oben drüber ein paar Streusel gegeben. Und so könnt ihr schnell und einfach leckere Trüffel machen. Wirklich, die kommen immer so gut an, sind ratzfatz weg und deswegen ein sehr gutes Geschenk. Für meine dritte Idee brauchen wir losen Tee, am besten Weihnachtstee, außerdem diese Teebeutel. Und in jeden der Teebeutel geben wir so ungefähr 2 Teelöffel. Ich habe meine Teebeutel noch etwas zurechtgeschnitten, weil sie etwas zu groß waren und habe sie dann mit Stickgarn oben zusammengebunden. Hierbei habe ich alle Teebeutel, die den gleichen Tee beinhalteten, mit auch dem gleichen Garn zugeknotet, damit ich die einzelnen Teesorten voneinander unterscheiden konnte. Damit das noch besser gelingt, habe ich mit diesem Motivpapier zusätzlich noch kleine Sterne ausgestanzt. Und zwar habe ich hierfür diese Stanze verwendet. Und die dann mit Universalkleber an das Ende des Garns, das ich so ein bisschen überstehen gelassen habe, angeklebt. Ich habe von jeder Teesorte 2 Teebeutel fertig gemacht und an die anderen Teesorten eben auch anderes Garn und andere Motive rangeklebt. Diese kommen jetzt alle in diese kleine Pappkiste mit den Maßen 9,5 x 9,5 cm. Und in den Deckel habe ich die unterschiedlichen Teesorten aufgeschrieben. Das heißt, hier war das Wintertraum, Lichtermagie und Himmelszauber.
Und daneben habe ich dann wieder die gleichen Symbole aufgeklebt und so kann die Person wie bei einer Legende genau sehen, welches Symbol für welche Teesorte steht. Jetzt nur noch zusammenschnüren mit auch etwas Stickgarn und schon ist auch diese Idee fertig. Das ist übrigens mein persönlicher Favorit in diesem Video. Jetzt machen wir noch einen Schlüsselanhänger. Dafür habe ich etwas Makramee-Band zurechtgeschnitten und so im Bogen zusammengelegt, denn wir wollen gerne einen Regenbogen machen. Und jedes Band habe ich zusätzlich mit etwas Basteldraht verstärkt. Jetzt habe ich mir wieder Stickgarn genommen, das so um das Makramee-Band gewickelt, bis ich sozusagen einen so einen Bogen gespannt habe. Und das habe ich natürlich mit anderen Farben und mit den restlichen Makramee-Bändern auch gemacht. Die einzelnen Schichten wurden dann mit Universalkleber zusammengeklebt und bevor ich die äußerste Schicht auch angeklebt habe, habe ich vorher noch ein Stück Garn daran befestigt und das mit so einem Karabinerhaken festgeknotet. Dann konnte ich auch noch die letzte Schicht ankleben und unten die überstehenden Bänder, die ich ganz bewusst gelassen habe, jetzt so auseinanderflechten, dass die einzelnen Stränge sozusagen wieder auseinandergegangen sind und auch mit einem Kamm könnt ihr das zusätzlich noch auseinanderfrickeln. Jetzt muss das nur noch unten gerade geschnitten werden und so ist euer Schlüsselanhänger auch fertig. Übrigens, wenn ihr das nicht festkleben wollt, könnt ihr das natürlich auch mit Nadel und Faden befestigen. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch haben die Ideen gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Außerdem möchte ich euch natürlich jetzt noch etwas zum Gewinnspiel erzählen. Und zwar verlosen Folia und ich ein riesiges Bastelpaket mit Produkten, die ich auch in diesem Video genutzt habe. Das heißt, damit seid ihr für die Weihnachtszeit und natürlich auch fürs neue Jahr gut ausgestattet für eure kreativen Projekte. Insgesamt werden 3 Pakete verlost. Eins hier auf YouTube, eins auf meinem Blog und eins auf Instagram. Die Gewinnspiele zum Blog und Instagram findet ihr natürlich unten in der Infobox. Um hier auf YouTube teilzunehmen, solltet ihr als erstes meinen Kanal abonniert haben, denn dieses Gewinnspiel richtet sich natürlich an meine Abonnenten. Und ihr solltet mir unten in die Kommentare schreiben, was für ein Bastelprojekt ihr diese Weihnachten noch umsetzen möchtet. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Infobox. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat und mich auch abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!